Herzlich willkommen zur ersten Etappe der Rallye Heidkarte. Die Startaufstellung wurde anhand von Trainingszeiten ermittelt. Auf Platz 1 erwartungsgemäß der Favorit Carlos Haase und auf Platz 2 Hans-Peter Stefan im X3. Ziemlich weit vorn, auf den Plätzen 5 und 6, sind die Lokalmatadoren im Wischbacki gelandet. 25 Runden stehen heute auf dem Plan. Nur die ersten beiden Starter wissen, in welcher Spur sie fahren. Der nächste Teilnehmer startet in der zuerst frei werdenden Spur. Gewertet werden die Fahrzeit und die Platzierung, wobei die Platzierung wichtiger ist. Hier beobachten wir jetzt Carlos Haase und Hans-Peter Stefan, die beiden Trainingsschnellsten. Es zeigt sich aber nun im Wettbewerb ein anderes Bild. Der X3 fährt sehr souverän und hat keine Ausfälle, aber die Rundenzeiten sind mit einer schnellsten Runde von 11.02 deutlich zu langsam. Carlos Haase im Tura-Eck legt eine schnellste Runde von 09.13 vor und ist damit fast 2 Sekunden schneller als der X3. Dieser Geschwindigkeitsunterschied hat Folgen. Hans-Peter Stefan wird der Favoritenrolle nicht gerecht und landet am Ende nur im Mittelfeld. Carlos Haase hingegen legt hier vom Start weg ein super Rennen hin, was ihm am Ende der 25 Runden auch den Etappensieg beschert. Hans-Peter Stefan kommt zwar gut mit der Strecke zurecht, aber sein Auto ist wohl zu groß und zu schwer, um schnelle Rundenzeiten zu fahren. Die Zuverlässigkeit, das heißt das Auto auf der Schiene zu halten, ist ohne Tadel vorhanden, aber in einem hochklassigen Fahrerfeld reicht das alleine nicht mehr aus. Für einen Spitzenplatz sind auch Top-Rundenzeiten erforderlich. Die zweite Überraschung dieser ersten Etappe sind die Minis. Zwei ist wohl los, der Fahrzeugtyp mit dem höchsten Potenzial, doch es lief gar nicht gut. Im Vorfeld hatten sie noch die absolut schnellste Rundenzeit auf dieser Bahn mit 06.14 hingelegt, die allerdings nicht offiziell bestätigt wurde. Dennoch galten sie damit als Geheimfavoriten. Mani Noma und Celestino Terry bekommen die Autos auf dieser Bahn aber nicht in den Griff und sie standen zu häufig neben der Spur oder hatten im Schotterbahnbereich keinen Grip. Das enorme Potenzial der Autos blitzte zu selten auf. Am Ende nur Platz 12 und 13 für die Minis. Die Lokalmatadoren und Geheimfavoriten Jean-Pierre Schotte und Sandy Morgan im Wischbuggy erfüllten die Erwartungen ebenfalls nicht. Es wurde im Vorfeld diskutiert, ob die Autos mit den breiten Reifen an der Hinterachse an diesem Wettbewerb überhaupt teilnehmen dürfen. Nach dieser ersten Etappe wird es wohl keine Diskussionen mehr geben. Denn der Wischbuggy mit seinem geringen Gewicht auf der Vorderachse hat ein großes Problem, im Schotterstreckenabschnitt die Spur zu halten. Dadurch waren die Rundenzeiten nur dürftig und Platz 14 bis 16 blieben für die Lokalmatadoren übrig. Mit Jackie Clint hat das Team Wischbuggy zudem einen unerfahrenen Fahrer. Diese Rallye ist sein erster Wettbewerb. Die erste Etappe hatte aber auch positive Überraschungen. Das Team PGT mit Ralf Spezielli und Werner Terracotta überraschte mit sehr guten Rundenzeiten. Sie konnten als einziges Team dem erfolgreichen Team Volkswagen Paroli bieten. Wir dürfen gespannt sein, ob im Verlauf dieses Wettbewerbs noch mehr drin ist. Die PGTs zeigten in keinem Streckenabschnitt eine eklatante Schwäche. Nicht schlecht für eine 50 Jahre alte Karosserieform. Die wohl größte Überraschung der ersten Etappe war der Einzelfahrer Kiri Kahashi. Mit seinem Cipriero Impressione legte er ein außerordentlich gutes Rennen hin. Ein verdienter 7. Platz war dann auch sein Ergebnis dieser ersten Etappe, womit zuvor niemand gerechnet hatte. Das Ergebnis der ersten Etappe, das damit im Moment auch das Gesamtergebnis ist. 1. Carlos Haase, 2. Geneva de Leopard, 3. Massa Rentier.